Von einer Insel, die in der Vergangenheit lebt, wechseln wir jetzt zu einer Insel, die wohl 500 Jahre in der Zukunft lebt. Ich rede von der Insel Eckhead. Wir werden heute über Kapitel 1061 reden. Mir sind einige versteckte Details aufgefallen, über die ich unbedingt sprechen muss. Also, wenn ihr wollt, dass ich öfter mal über diese etwas unauffälligeren Dinge in Kapitel spreche, dann lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal für mehr One Piece Content. Das Kapitel beginnt damit, dass die Strohhüte Probleme mit einem Metallhai bekommen, während sie auch versuchen, Jubilee Bonnie zu retten. Denn diese war anscheinend dabei, von diesem Hai zu fliehen, ist dann irgendwie im Meer gelandet und weil da auch schon die Wetterverhältnisse Probleme ergeben, wodurch dann halt viele Wellen halt auf sie zukamen, hatte sie dann halt ein noch größeres Problem. Jedenfalls, als die Strohhüte versucht haben, sie zu retten und gleichzeitig auch von dem Hai sich zu retten, wurden sie voneinander getrennt. Jinbei ging los und hat versucht, Ruffy, Chopper und Bonnie zu retten, hat das auch irgendwo geschafft. Sie gingen an Land und haben dann miteinander geredet. Die andere Gruppe hat versucht, irgendwie die Thousand Sunny an Land zu bringen. Natürlich hat Jinbei das Steuer an Franky übergeben. Franky ist ja die Person, die das Schiff gebaut hat, sollte halt als zweitbester Steuermann gelten. Doch er hat es nicht geschafft, Freunde. Wie gesagt, die Wellen waren schon extrem. Sie haben die Strohhüte quasi in die Insel gedrängt. Wie es auch schon oft bei anderen Inseln der Fall war, wie in Thriller Bark oder ihr wisst schon, überall anders. Die Strohhüte werden immer dorthin gedrängt, egal wie, auch wenn irgendwoher auf einmal Karpfen, Fische sie einen Berg hochtragen. Ihr wisst ja, die Strohhüte, die kommen irgendwie immer auf die Insel, wenn das Schicksal es so will. Und anscheinend will das Schicksal, dass die Strohhüte jetzt genau auf diese Insel kommen. Jedenfalls schafft es Franky nicht, und die Thousand Sunny geht unter. Wir sehen, dass ein mysteriöser Roboter auftaucht und den Pazifista-Hai zerstört. Und jemand kommt zum Vorschein, der quasi die Thousand Sunny aus dem Meer rauszieht. Und die Strohhüte schauen hoch, also die Gruppe von Zoro und Co. und sieht da eine Frau. Und die Frau gibt sich zu erkennen als Vegapunk. Nur ist das Besondere hier, dass auf ihrer Kleidung Punk 2 draufsteht. Natürlich kann man jetzt sagen, ist das eventuell nur eine Kopie von dem wahren Vegapunk? Also das würde heißen, dass Vegapunk wirklich eine Frau ist und halt viele Kopien von sich hergestellt hat und das quasi seine zweite Kopie ist. Der Punk 1 ist dann der echte, aber das würde immer noch bedeuten, dass Vegapunk eine Frau ist. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass Vegapunk echt jetzt eine Frau ist, weil Oda typisch wäre es, immer unsere Erwartungen enttäuschen. Aber ich wünsche mir aus tiefstem Herzen, dass es ein Mann ist. Also man sollte sowas nicht auf eine Teufelsfrucht schieben, dass jetzt Vegapunk so schlau ist. Wenn man es auf eine Teufelsfrucht schiebt, nimm die Worte, die ich jetzt sage, ernst, dann wird es wirklich eine Frau sein. Aber wenn man es jetzt wirklich versucht, auf die realistische Art und Weise zu gehen, halt ein guter Wissenschaftler, genauso wie Schießer oder Judge, dann wird es schlussendlich ein Mann sein. Also natürlich soll das jetzt hier kein Front sein gegen Frauen, aber es wird am Ende ein Mann sein, wenn es wirklich nicht auf eine Teufelsdruck geschoben wird. Wenn es eine Frau ist am Ende, dann bin ich echt überrascht. Ich weiß nicht, wie ihr es seht. Jedenfalls kommen wir mal jetzt zu den wichtigen Details. Und zwar, Bonnie redet darüber, dass Ruffy auf dem Steckbrief anders aussieht, denn dort hat er weiße Haare. Und Ruffy sagt, nee, so sehe ich nur aus, wenn ich am freisten bin. Und genau hier sind wir schon beim Punkt. Weiß Ruffy jetzt etwas mehr darüber, was genau passiert ist, nachdem er starb? Weiß er überhaupt, dass er gestorben ist? Und was heißt das Detail, was Eiichiro Oda in Road to Laugh Tale Part 4 hinterlassen hat? Wenn Ruffy mehr lacht, dann wird er stärker. Je mehr er lacht, desto stärker wird er. Das wurde bestätigt. Und da frage ich mich, Freunde, was das heißt. Gibt es überhaupt für Ruffy noch Grenzen? Gibt es überhaupt noch jemanden, der ihn aufhalten kann? Denn er muss nur mehr lachen. Die Schwierigkeit im Finale wird aber sein, zu lachen, wenn er sieht, dass seine Freunde sterben. Oder wenn er erfährt, was in der Vergangenheit abgelaufen ist. Wenn er sieht, wie dreckig Im-Sama denn wirklich ist. Kann er dann denn noch weiter lachen? Da muss er sich quasi zwingen zu lachen, um stark genug zu werden. Denn Ruffy scheint storytechnisch sein Zenit so langsam erreicht zu haben mit dem Haki. Also wird hier wirklich sehr viel auf die Frucht gelenkt, dass Ruffy hier wirklich sehr viel lachen muss. Oder denkt ihr, dass Ruffy vielleicht noch irgendwie seine Power steigern kann, ohne jetzt Teufelsfrucht spezifisch vorzugehen?
Als nächstes will ich natürlich zu den Robotern oder Pazifistern zu sprechen kommen, die hier wieder als Tiere zu sehen sind, zumindest der Hai, der ein Pazifister war. Hier erinnert man sich natürlich sehr stark auch an den Mond, an die Weltraumpiraten, welche zufälligerweise auch Tiere sind, die wir zwar in der Erde haben, aber die hier definitiv mechanisch zu sein scheinen. Denn wir sehen zum einen das Manometer, was damals auch in Füllerbug bei Bartholomew's Bär am Arm zu sehen war, nachdem Zorro diesen aufgeschlitzt hat. Und das sollte, denke ich mal, schon ein Hinweis genug sein, dass da Vegapunk auch seine Hände im Spiel hat bezüglich der Weltraumpiraten, die versucht haben, die Ruinen von Ferryworth, der antiken Stadt, zu finden. Noch waren das nicht alle Easter Eggs in diesem Kapitel. Genau, Freunde, die Insel Egghead scheint anscheinend auch eine Art Schädel im Zentrum zu haben, genauso wie damals auf Onigashima der Schädel, der mysteriöse Schädel. Viele dachten ja, es ist der Schädel von Joy Boy. Vielleicht ist es ja wirklich Joy Boys Schädel, Freunde, denn niemand hat gesagt, dass der Schädel künstlich ist. Es wurde lediglich gesagt, dass früher kein Schloss da war. Also der Schädel kann selber nicht gebaut werden. Das sollte jedem klar sein, der Schädel ist quasi immer schon dort gewesen. Der Innenraum des Schädels könnte gebaut sein. Das ist halt das, was damals gemeint war. Viele haben es nur falsch verstanden. Jedenfalls haben wir jetzt hier in der Insel Egghead auch einen Schädel. Hier wird definitiv das Labor vom Vegapunk drin sein, was ebenfalls ein nices Easter Egg ist. Vielleicht haben wir dort sogar die Teleskope, die dann hoch zum Mond schauen, wodurch dann Vegapunk alles beobachten konnte, was denn im Mond abgegangen ist mit Enel und Co. Odas Anreihung der Arcs ist immer perfekt. Überlegt mal, wir befanden uns noch vor kurzem auf Wano Kuni, ein Land, welches seit 800 Jahren isoliert ist. Es lebte also 800 Jahre in der Vergangenheit, weil sie die Fortschritte, welche in der Außenwelt stattfanden, nicht mitbekam. Wir wissen, die Welt kann sich nur weiterentwickeln, wenn sich verschiedene Kontinente quasi treffen, untereinander ihre Technologie teilen, wodurch dann jeder sich irgendwie irgendwo weiterentwickelt. Die Entwicklung innerhalb von Wano Kuni war natürlich schleichend. Wir haben verschiedene Regionen, aber wir können jetzt nicht erwarten, dass die Entwicklung so hoch ist, wie zum Beispiel in einer Insel, die zu der Weltregion gehört. Aufgrund dessen wussten sie auch von vielen Sachen nicht Bescheid, wie zum Beispiel den Teufelsfrüchten. Jetzt aber, Freunde, sind wir auf einer Insel, die 500 Jahre der Menschheit voraus sein soll. Wir haben damals in Wano Kuni einen Charakter kennengelernt, der aus der Vergangenheit kommt, in die Zukunft. Das ist schon ziemlich heftig, Freunde. Überlegt mal, ne? Obwohl die Insel in der Vergangenheit lebt, ist jemand aus der Vergangenheit in die Zukunft gekommen. Also hat er eine Zeitreise gemacht. Jedenfalls lernen wir hier, bevor der Arc quasi beginnt auf Egghead, einen Charakter kennen, den wir schon vorher kannten. Und zwar jemanden von der Supernova, Jovely Bonnie, die eine Frucht hat, die der Zeitfrucht wirklich sehr ähnelt, denn sie kann quasi sich selber älter oder jünger machen. Wie genau der Effekt auf andere wirkt, ist noch nicht hundertprozentig bekannt, aber dass sie andere jünger oder älter machen kann, sollte, denke ich mal, ein Fakt sein. Anscheinend hat Jubilee Bonnie irgendwas mit Vegapunk zu klären. Es wird sehr interessant. In Onigashima war Toki im Fokus, welche aus der Vergangenheit kommt. Jetzt ist Bonnie im Fokus, welche quasi ihr Alter frei entscheiden kann und sich dementsprechend auch aussehen lassen kann. Wird es etwa soweit kommen, dass Vegapunk eine Zeitmaschine hat? Denn in die Richtung scheint das Ganze irgendwie zu gehen. Würdet ihr es denn feiern, wenn Vegapunk eine Zeitmaschine hat? Und in welche Zeit würdet ihr euch wünschen, dass die Ströte hinreisen? Für mich wäre natürlich das verlorene Jahrhundert das Bestmögliche, was halt besucht werden kann. Freunde, es war ein kurzes Video, aber ich wollte mal meine Gedanken mit euch teilen. Ich denke, so ein Video kann vielen helfen dabei, ein bisschen Brainstorming zu betreiben. Schreibt gerne mal in die Kommentare rein, was ihr von diesem Video mitgenommen habt und habt ihr Bock, dass ich das bei jedem Kapitel mache. Ansonsten bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal Kozuki One Piece und vergesst auf gar keinen Fall ein Abo bei dem Podcast-Kanal dazulassen. Wir haben da schon fast die 700 Abos erreicht und bald sind es schon 1000 und ich will dann anfangen mit Livestreams und das könnte nochmal sehr, sehr witzig werden. Und natürlich werde ich auch ein spezielles Format auf dem Podcast-Kanal beginnen, was vielen von euch unter Theorien und Mythen bekannt sein sollte. Ja, Freunde, viele haben mich darauf angesprochen, mach doch mal deine eigene Theorien- und Mythenreihe. Du bist ja für deine Theorien bekannt. Ich mache ja sehr viele Theorien. Natürlich ist nicht jede so gut wie die andere.
höre, denn man kann nicht permanent krasse Theorien bringen. Das sollte klar sein. Aber meine Theorien sind schon wirklich auf einem ziemlich hohen Level und ich weiß, dass einige sich wünschen, noch mehr Theorien von mir zu sehen, aber man kann jetzt nicht jedes Mal irgendeine Theorie, ihr wisst schon was, ne, von irgendwoher herausziehen. Man muss schon irgendwo auch Hand und Fuß bei der Sache haben und deshalb versuche ich halt immer so gut es geht, meine Theorien auch zu beweisen oder zu argumentieren, warum das sein könnte. Aufgrund dessen denke ich, dass sowas wie Theorien und Mythen auf dem Podcast-Kanal erstens einen Mehrwert bietet, zweitens natürlich auch euch Spaß machen wird, denn ihr könnt dann egal welches Thema in die Kommentare schreiben, ich werde versuchen dazu dann irgendwas zu sagen, egal ob es Hand und Fuß hat, da werde ich dann wirklich meinen Gedanken freien Lauf lassen. Ihr wisst, ich werde nicht zu sehr übertreiben, aber ihr wisst schon, sowas etwas Schwammigeres kann dann auch vorkommen, ohne dass ich es beweise, und das ist, denke ich mal, das, was viele auch hören wollen, denn wenn man etwas beweisen muss, dann ist natürlich die Theorie erst in Arbeit und das dauert dann Wochen, bis es erscheint. Also würde ich mich freuen, wenn ihr da auch ein Abo da lässt. Ich denke, ich habe jetzt genug geredet. Ich wollte das Video eigentlich so kurz wie möglich halten. Ich dachte mir, komm, mach so ein kurzes, knackiges Video, aber es geht wieder über 10 Minuten, Freunde. Ich mache es nicht extra. Ich mag es einfach mit euch zu reden. Ansonsten, Freunde, bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao und auf Wiedersehen.